Hi Leute, Tag 4 hier von 40 harte Tage Quarantäne und heute gibt es mal nichts im Liegen, sondern ich habe ein kleines wackeliges Hilfsmittel mitgebracht, die Black Roll. Habt ihr sowas nicht zu Hause? Habt ihr vielleicht irgendwie einen Ball oder eine Wasserflasche, die noch zu ist oder sowas? Auf jeden Fall, was wir heute machen, eine Standwaage, aber eben nicht auf dem festen Untergrund, sondern auf einer wackeligen Fläche. Dazu einfach einbeinig draufstehen, erstmal ausbalancieren und wenn ihr das Gleichgewicht gefunden habt, ganz langsam nach vorne lehnen und versuchen, in die Standwaage zu kommen. Ganze natürlich dann auch wieder mit dem anderen Bein, wenn es da erstmal zu schwer sein sollte, versucht es vielleicht auf dem normalen Boden und dann ja, versucht es Bein so hoch wie möglich zu ziehen, die Arme vielleicht noch auszubreiten. Ihr habt es gesehen, es war auch bei mir jetzt noch nicht so gut, aber ja, übt das ein paar Mal, macht das am besten 3 mal 2 Minuten insgesamt, ja, pro Bein vielleicht mal eine Minute probieren, dann mal Beinwechsel und das Ganze ja 2, 3 oder auch mal 4 Durchgänge. Bis morgen, macht's gut, euer Dominik. Ciao, ciao. So, heute gibt's eine kleine Übung, die wieder ein bisschen was fürs Gleichgewicht macht, aber auch für euren Rücken, für eure allgemeine Stabilität. Was machen wir? Wir machen einen Vierfüßlerstand auf dem Rücken. Ja. Fingerspitzen zeigen in Zehenrichtung. Dann gehen wir mal hier mit der Hüfte wirklich 90 Grad nach oben. Blick geht zur Decke. Fuß streckt sich aus. Hält das Ganze 5 Sekunden, dabei bricht die Hüfte nicht aus, sondern hält die Spannung. Dann ziehen wir den Fuß ein und jetzt darf die Hüfte mitgehen, denn wir versuchen mit den Zehen unter dem anderen Bein durchzugehen. Andere Seite, Zehen strecken, anwinkeln, runter und wieder strecken. Und so weiter und so fort. 10 Mal pro Seite. Das Ganze wieder 3 bis 4 Sätze. Und wenn ihr natürlich Bock habt, könnt ihr natürlich nicht nur diese eine Übung, sondern alle Übungen von 1 bis heute Tag 5 ausführen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Euer Dominik. Ciao, ciao. Ja Leute, jetzt sind wir schon fast eine Woche in Quarantäne. Tag 6 heute. Haltet durch zu Hause. Das wird nochmal eine schwere Zeit. Da müssen wir alle durch, aber ich bin mir sicher, wir schaffen das. Bleibt einfach alle zu Hause. Trefft euch nicht unnötig in größeren Gruppen. Aber wie gesagt, diesen Appell, den braucht ihr nicht auch noch von mir. Den kriegt ihr eh schon laufend über alle möglichen Nachrichten und Medienkanäle. Heute gibt es eine ganz klassische Bauchübung. Wir machen das Klappmesser. Ihr könnt euch gerne noch eine Klopapierrolle oder Flüssigseife nehmen. Ich mache das jetzt heute mal mit der Black Roll. Ich fange an. Ja, bin in meiner Rückengleitbootlage und aus dieser gehe ich jetzt nach oben, übergebe das Gerät immer von Arme zu Beine und umgekehrt. Und immer, wenn es wieder bei den Beinen landet, haben wir eine Wiederholung. Davon dürft ihr gerne auch 3 mal 10 bis 12 machen. Schaut dabei nur bitte, dass ihr nicht, wenn ihr in der ausgestreckten Position seid, ins Hohlkreuz fallt. Ja, sucht euch vielleicht am Anfang jemand, der euch kurz mal kontrollieren kann. Habe ich noch die Bauchspannung? Bin ich vielleicht im Hohlkreuz? Dass da keine Probleme auftreten. Ja, haltet durch zu Hause. Wie gesagt, nochmal, macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao.